Dalukar, Trilux, Smogl, Highscore Heroes und meine Wenigkeit. Ich spiele dieses Mal mit Sage. Ich werde auf einige so Momente nochmal eingehen, weil das ist aus meiner Sicht wirklich, also wir haben hier einige Situationen mit dabei gehabt, wo gameplay-technisch wirklich viel rausgeholt wurde. War sehr, sehr nice. Also viel Spaß mit dem Match. Volltreffer. Müsste rennen. Noch zwei noch. Zulauf. One enemy remaining. Okay. Fünf Schuss. Hab's noch drauf. Last player standing. Du musst hin. Minus 80. Ne, minus 104 sogar. Pushing. Nice, schön. Geil, unterbrich mich nicht. Nice. Das ist aus meiner Sicht auch übrigens die beste Pistol, die man am Anfang kaufen kann. Wunderbar. Die Frenzy. Ja. Ich habe einmal die Barrierensphäre gekauft und dann eine Verlangsamungssphäre. Oh, ja. So random und zusätzlich habe ich mir die Spectre so und ein volles Schild gekauft. Was? Random. Die Barriere kann man nur einmal kaufen, die Eiskugel zweimal. Ich lege jetzt direkt das Eis. Das ist verlangsamt und ich höre, wenn Gegner kommen. Hier seht ihr gerade, dass ich meine Eismauer place. Ich setze sie auf C und kann die auf C im 90-Grad-Winkel drehen. Also jetzt ist sie ja so, wie ihr seht, also gerade von mir weg. Und wenn ich nochmal C drücke, ist sie halt im Grunde schräg zu mir. Wenn ich jetzt gleich die Wand setze, booste ich mich hoch. Auf die Frage, ob man sich boosten kann, damit die Antwort gegeben. Kannst du mich heilen, Sander? Ja. Okay, mich rusht jemand. Aber jetzt seht ihr, so kann ich Dalukar heilen. Dalukar hat Schaden bekommen. Als Heiler habe ich mit E meine Fähigkeit, alle 35 Sekunden jemanden zu heilen oder mich selbst zu heilen. Mit Linksklick heile ich Dalukar, mit Rechtsklick heile ich mich selber. Wenn ich Dalukar anvisiere und er 100% Leben hat, erscheint diese Fläche, die ihr hier seht, nicht. Hat er Schaden bekommen, dann erscheint diese Fläche und ich kann ihn heilen. Für dich. Okay, falsch. Man kann diese Eiskugel auch über die Wand werfen. Schon Mitte drin, ne? Ja. Okay, habe ich falsch gesetzt. Jetzt habe ich hier in der falschen Mitte das Eis geplaced. Das ist eine sehr große Eisfläche, wie man sieht. Und Dalukar, hier sieht man es jetzt ganz gut. Man sieht ja, dieses Eis ist angecrackt. Das bedeutet, die steht schon ein bisschen da. Aber man kann die halt auch zerstören, indem man auf die drauf schießt. Und dann verändert sich halt die Haltbarkeit der Wand. Und dann geht die halt schneller kaputt. Ich komme mit, Dalu. Wie ist deine Erfahrung mit drei Bombspots? Ich kann mir vorstellen, dass es mega schwierig wird, alle drei zu verteidigen. Vor allen Dingen, wenn die Gegner rushen. Wenn ich jetzt zum Beispiel euren Spielaufbau sehe, zwei auf A, einer B, einer zwischen B und C und du alleine auf C. Würden die dich rushen, könntest du vielleicht ein bis zwei Gegner killen. Aber die hätten den Trade Kill safe und den Plant auch. Vor allem in der Pro-Szene wird das ziemlich schwer, oder was meint ihr? Also, absolut nicht. Was mir aufgefallen ist, du hast zwar die Ulti als begleitendes Mittel, aber wir haben den Aufbau so gewählt, ich spiele mit der Sage auf C, um schnell, wenn ein Push kommt, die Wand zu placen. Dann kann, wenn die wirklich durchpushen, kann ich auf C die Wand hochziehen, der Gegner ist schon mal geslowed. Dann werfe ich mein Eis, der Gegner ist noch mehr geslowed. Dann wechselt der von C, also beziehungsweise der bei zwischen B und C steht, der wechselt zu C rüber. Das geht ganz schnell, das dauert 2 Sekunden. Dann ist er bei mir und kann mich sofort supporten. Somit sind wir schon mal 2 gegen 5. Und wenn ich dann gefragt werde, in der Zeit, wo wir kämpfen, kann der von B auf jeden Fall rüberziehen. Und die zwei von A können auf B rübergehen. So hast du 3 auf C und 2 auf B. Du kannst auf der Map super schnell zwischen A, B und C hin und her verschieben. Die Zeit, die du zwischen den Spots brauchst, ist so gering, dass das überhaupt gar keine Auswirkung hat. Der dritte Bombspot bringt eigentlich nur dem Attacker noch mehr Möglichkeit, einen klugen Spielaufbau zu machen, aber bietet trotzdem auch dem Defender viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Meine Erfahrung mit A, B und C, also mit 3 Bombspots, ist sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass die Map besser ist als die andere Map, die nur 2 Bombspots hat. So, hier sieht man jetzt auch die Wand, diese Eiswand. Man sieht schon an den Cracks, die in der Wand drin sind, dass die Wand schon sehr stark beschädigt ist. Und man sieht, by the way, auch, das ist auch ziemlich cool, diesen roten Schimmer in dieser Wand drin. Und dieser rote Schimmer bedeutet, dass die Wand vom gegnerischen Team ist, vom roten Team. Weil wir sind Team Blau und bei uns wäre das ein blauer Schimmer. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Planten. Spike planted. Ja, wenn der Spike geplantet ist, kann man keinen Orb mehr einsammeln. Das geht nicht. Man muss den Orb vorm Plant einsammeln. Ja, du warst drauf, ne? Klappe zu, Affe tot. Da habe ich die Wand falsch geplaced. Ich wollte die Wand
links placen, damit ich nicht mehr von links angegriffen werden kann. Habt ihr aber falsch umgeplaced, weil man kann die, wie gesagt, immer entweder gerade, also waagerecht oder als senkrecht placen. Ah, Mist, ich habe die Wand, Wand falsch rumgeplaced. Oh Gott, ich wollte die links placen, damit ich nur über rechts spielen muss. Ach, Mist. Meine Ult ist... 30 seconds left. So, jetzt kann Trilux über sein Gadget wieder Smokes platzieren. Der kann jetzt, der ruft sozusagen eine Karte auf und kann dann über diese Karte an verschiedenen Punkten Smokes platzieren. Kann man Mates muten? Klar, man kann Mates muten, man kann Mates lauter machen, leiser machen, alles. So, jetzt habe ich Dalo direkt geheilt, Fort Heal. Das ist halt mega nice, wenn man hinter jemanden läuft, der pusht, dann kann man den direkt hochheilen. Dalu ist getötet worden auf der rechten Seite von mir und ich ziehe hier eine Eiswand hin, damit ich von da schon mal nicht mehr geholt werden kann. Ich hole Revive Dalu-Card. Der steht oben. Kurz, kann noch einer kommen. Zander, ich stehe hinter dir. Ich hab Spots. Danke. Das fand ich jetzt halt geil. Ich stehe in der Smoke. Da steht der Echo noch drin. Ja. Hab einen. Nice. Felix hat gerade mit der Ulti jemanden geholt. Ich stehe in der Smoke und das finde ich richtig nice. Dalu fragt mich nach Heilung und obwohl ich nur 3 Umrisse sehe, ich kann nur Dalu heilen, weil die anderen sind nicht low. Ja, Dalu sieht man hier oben ist low, die anderen sind alle full life. Ich kann jetzt nicht aus Versehen jemanden heilen, der schon 100 HP hat. Und jetzt fängt es an, richtig geil zu werden. Weil jetzt, wir haben so eine Punkte, wir haben eine Führung aufgebaut. Wir haben jetzt 8 zu 4. Und jetzt fangen wir an, gleich komplett bescheuerte Sachen zu machen. Sonst lohnt es nicht. Rechts, rechts. Nee, nur damit das Land durch. Das reicht ja, wenn es offen ist. Das reicht ja schon. Nur damit wir durch können. Sonst wissen die ja... Nee. Da kommt schon von hinten ein HP. Hinterm Tor Heilung. Ich wollte auch Heilung. Ich hab dich schon geheilt. Von hinten durch, ist schon einer. Über unsere Base, Leute. Einer hinter den Boxen rechts. Hinter der Smoke einer. Ist tot, hinter den Boxen. One enemy remaining. Ey, 96 hat er. Man sieht auf der rechten Seite immer, wer wen getötet hat. Ich wurde getötet von der Sage mit 5 Body-Hits. Insgesamt hat die bei mir 143 Schaden gemacht. Mich damit getötet. Und ich habe 4 Body-Hits gegeben und 96 Schaden gemacht. Das ist halt auch eine ziemlich coole Sache, dass man das halt sieht. Trilux placed jetzt 3 Smokes komplett auf A. Währenddessen Dalukat auf B ist. Wir haben aber die Bombe mit auf A. Ist der bereit? Ja. Ja. Warte, meine Drohne ist gerade noch unterwegs. Oh, ich hab verkackt, sorry. Drohne geht durch, er checkt, was Onspot ist. Let's go. Wie viele sind Onspot? Links war der direkt. Einfach geradeaus mit dem. Ja, geradezu. So, wir pushen jetzt voll Onspot mit der Smoke. Dalukat holt 2 falsche Mitte. Smoggle holt einen Onspot. Wir sind nur noch auf 2. Ich place hinter uns Eis, die Eiswand. Das heißt, über A lang kann schon mal nichts mehr kommen. Jetzt kommt jemand über A Short, den habe ich gekillt. Ich setze nochmal Eis auf A Short. Wir können den Diffuser, wir können die Bombe planten. Ich habe mich geheilt. Und wir haben ein makelloses Match gemacht. Also wir haben. Wollen wir das gleiche nochmal machen? Ja. Aber auch alle durch diesmal? Ja. Jetzt bauen wir genau so nochmal auf. Oh Leute, der war jetzt super fair. Der Sonic Arrow war nicht gut. Seid ihr im Breitsatz? Warte noch. Ja. Weil Dalu hat jetzt schon einen Kill gemacht. Okay. Jetzt? Ja. Smokes dran. Jetzt kommen die Smokes. Oh, dann müssen wir jetzt durch, oder? Wir jetzt einfach durch hier. Ich booste, ich wollte mich hochboosten, hat aber nicht geklappt. Ja, sind durch. Dann habe ich ein bisschen gestruggelt, ja, da war eine Wand geplaced. Ich wollte, hier sieht man das, da merkt man nämlich gerade, das ist eigentlich ein guter Moment. Der Aufbau war genau der gleiche wie beim ersten Mal. Ja? So, und jetzt gehe ich. Jetzt haben wir hier diese Toxic-Wolke, die nicht so schlimm ist. Also das ist ähnlich wie eine Smoke. Wenn man da durchläuft, bekommt man Schaden. Man stirbt nicht, man geht nur auf 1 HP runter. Ist nicht so schlimm. Wir pushen da kurz durch. Danach kriegst du wieder dein Leben wieder. Aber ich wollte mich hier jetzt hoch auf die Kisten boosten und versiebt das. Ich weiß nicht warum. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Die sind jetzt sowieso schon on spot. Ich brauche mich nicht boosten. Dann place ich die Wand links. Aber dann ist mir aufgefallen, dass halt eventuell Dalukat von da kommen könnte. Und deswegen habe ich die Wand da nicht hingestellt. Und dann wollte ich die rechts hinstellen und dann habe ich gemerkt, scheiße, da steht ja eine Wand vom Gegner. Ja, der Gegner hat hier eine Wand hingeplaced. Und da war ich so überfordert, da wusste ich nicht, was ich machen soll mit dieser Fähigkeit. Und ich habe die ganze Zeit keine Waffe in der Hand.
Ja, und das ist halt so, die Fähigkeiten musst du halt vernünftig einsetzen. Und wenn du damit noch überfordert bist oder nicht weißt, wie du es machst, dann kackst du halt komplett ab. Komplett ab. Ja, die Bombe, so, und dann habe ich mich entschieden, komm, scheiß drauf. Ich setze jetzt einfach die Wand dahin, nehme meine Waffe in die Hand. Dann kam nämlich auch ein 3K von Hame, der da einfach drei Leute umgedreht hat. Und dann lag auch noch der Spike außerhalb von A. Ja, also hey, es war komplett kacke einfach. Das Window. Kings könnte auch noch kommen, der Breach. Ich habe den Spike. Lass uns verschieben. Nein, habe ich zu lange gebraucht. Es war halt all in all einfach keine gute Attack. Warum hat er den nicht geplantet? Ja, aber jetzt erst die Bombe in die Hand nehmen mit 4. Er wird alle Waffen weg. Ich wollte mal alles zeigen, was ich so habe. Wir gehen jetzt alle zusammen auf einen Spot. Ja, machen wir. Und wenn die verschieben, porte ich mich rüber. Oh ja, smart. Und dann plante ich. Und selbst wenn die das retaken bei euch, ist die Bombe nicht da. Okay, ich gehe mit Trilux lang. Also habt ihr verstanden, was wir jetzt machen, ne? Also wir pushen jetzt mit allen 5 Leuten auf A. Und Dalukat hat die Fähigkeit, mit seiner Ulti, mit seiner X, sich von A zu C zu verschieben. Und er hat die Bombe. Das heißt, wir greifen jetzt mit allem Mann auf A an und gehen davon aus, dass der Gegner komplett zu A verschiebt, weil er sagt, yo, die pushen A schon wieder, das dritte Mal. Und alle verschieben zu A und Dalukat geht zu C. Das ist die Idee dabei. Ja? Und ja, schaut einfach mal. Ja, dann geht's Short. Ich smoke deren Window. Ich smoke deren CT. Nehmen wir die? Ja. Window und CT ist gesmoked. Ihr müsst jetzt auch gleich oben links auf die Minimap gucken, okay? Dalu ist der Orangene. Zwei hinter uns. Die haben meine Camp zerstört. Ich porte rüber. Fenster. Okay, zurück. So, Dalu hat jetzt rüber geportet und Dalu ist jetzt komplett alleine auf C, währenddessen noch 4 Leute von uns auf A spielen. Na, wir sollten noch A gehen, oder nicht? Um hier zu fake, wir pushen weiter. Wir müssen den Fake noch verkaufen. Bombe liegt. Seht ihr drin? Ach, das weh. Bombe liegt. Der wird Heaven-Bomb. Ich hab Impfschutz. So, wir machen immer noch Stress auf A. Jetzt müsste Heaven gleich einer kommen. Ja, die wissen doch noch nicht, was das Ding ist. Die werden uns. Ja, die sind immer noch bei uns. Die sind immer noch bei uns. Die greifen immer noch uns auf A an. Jetzt werden sie es gerafft haben. Jetzt haben sie es gerafft, ja. Gerafft, so, jetzt hat Dalu einen getötet, aber die brauchen viel zu lange. Die brauchen viel zu lange, um von A komplett rüber zu C zu verschieben. Der Hame, also der letzte Spieler, der war halt immer noch bei Double Doors Mitte. Das ist komplett crazy gewesen. Also es war wirklich ein sehr smarter Move von Dalu, seine Ulti so einzusetzen. Also wirklich von A komplett rüber zu C zu verschieben. Ja, sehr schön. Lul. Nice. Bin oben. By the way, das kann ich auch nochmal ganz kurz sagen. Und zwar, hier auf dem Boden liegt eine Boosting-Platte vom Brimstone. Aber wenn der Gegner da reinläuft, bekommt der halt auch einen Boost auf seinen Schuss. Ne? Das sieht man an diesen Pfeilen auf der linken Seite. Hier sieht man auch richtig gut. Das ist die Eiswand von den Gegnern, rot. Und das ist unsere Eiswand, die ist blau. Ich habe meine Eiswand jetzt so geplaced, damit wir hier drüber kommen, ohne die Eiswand zu zerstören. Also, die hören ja, wenn wir die Eiswand kaputt machen, aber die hören nicht, wenn wir einfach drüber laufen. Ich sehe noch keinen. Das hören sie wiederum. Hier sieht man auch wieder, dass die Eisplatte vom Gegner geplantet wurde oder geplaced wurde, weil die rote Risse haben. Dalu, wir können gerade nicht joinen. Der ist links close start, glaube ich. Ja, der hat mich. Also, ich fand ihn nicht cool. Willkommen in meiner Welt. Ich gehe jetzt direkt auf Revive. Ich habe Dalu direkt. Ich bin on-spot gepusht und habe Dalu direkt wieder geholt. Place oben im Window Ice. Und einmal auf A lang Ice. Ja. Hat die Bombe? Der Gegner ist A kurz. Ich habe die Bombe, ich gehe C legen. Wir spielen nur noch auf 1. Ist auf jeden Fall A. Und die Bombe läuft komplett nicht um C. Yes. So, das war ein sehr, sehr starkes Match. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich hatte bei diesem Match mit am meisten Spaß. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wie gesagt, dieser Aufbau mit Trilux, wo er wirklich gesagt hat, okay, wir machen jetzt 3 Smokes auf A.
Und dann rushen wir direkt durch und gehen alle on-spot. Das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, 2 Runden später haben wir ja dann nochmal diesen Aufbau gemacht mit Dalukat, wo Dalukat sich wirklich von A komplett rüber zu C verschoben hat mit dieser Portfähigkeit und dann auf C geplantet hat. Das ist sehr nice. Ist natürlich auch ein sehr großes Risiko gewesen, weil wir waren halt mit 4 Leuten auf A und Dalukat alleine mit der Bombe auf C hat geplantet und wäre eher getötet worden, dann hätten die auch easy defusen können und wir wären nicht mehr dahin gekommen. Ne? Dementsprechend war es schon wichtig, dass Dalu den Frag auch gezogen hat, weil sonst hätten wir halt einfach auch verloren.